Ich habe euch ja vorgewarnt. So. Also ich habe jetzt Hyenas schon ein bisschen gezockt und ich werde euch heute meinen Ersteindruck sagen. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie es andere sehen, das Spiel, aber es ist eine Alpha. Die Alpha war, ich glaube, ein, zwei Wochen lang. Ich weiß es nicht genau. Ich bin ein bisschen reingegangen, habe mit Maus und Tastatur gezockt. Ist ja auch ein Shooter. Da finde ich, gehört Maus und Tastatur nun mal dazu. Und da werde ich euch meine ersten Eindrücke erzählen und um was es da geht bei dem Gameplay. Und ich werde euch einen Vergleich darstellen mit einem anderen Spiel. Bleibt kurz dran. Nach der Werbung geht's los. Wenn ihr die Werbung nicht sehen wollt, dann einfach vorspulen. Also, bis gleich. Hi. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Gleich vorweg, weil jetzt doch ein paar Fragen aufgetaucht sind, nochmal wegen meinem Stream, ob ich eine Seite weiß, wo man Spiele-Keys herbekommt und so weiter. Also hier erstmal Werbung, okay. Ich kläre jetzt gleich die ganzen Fragen. Also wie gesagt, meinen Stream habe ich selber per own3d gemacht. own3d.tv. Wie ihr da hinkommt, das ist bei mir in der Beschreibung drin. Also bei YouTube oder bei Twitch ist es bei mir auf der Startseite der Link. Genau. Die haben eh zurzeit eine Rabattaktion mit 50%. Und die haben halt Komplettsets mit Overlays, Alerts, Panels, Emotes. Und da ist zum Beispiel meins auch drin, das Brave Series. Das habe ich zum Beispiel in meinem Stream. Wenn ihr darauf geht, könnt ihr euch sogar eine Live-Demo anschauen. Das so sieht das dann aus. Und zurzeit von 60 Euro auf 30 runter. Also das ist echt in Ordnung. Das könnt ihr einfach ganz einfach in OBS dann einbinden. So habe ich auch meinen Stream gemacht. Und wegen meinen PC-Keys oder auch für Konsolen würde ich Instant Gaming empfehlen. Also ganz ehrlich, ich war früher auch bei CD-Keys. Da habe ich auch meine Spiele-Keys hin, aber zurzeit habe ich da nur noch Probleme und kann da echt nichts Positives sagen. Also mir selber geht's so. Ich kaufe ein Spiel, ich bekomme den Key nicht, ich tue da die ganze Zeit hinschreiben. Im Endeffekt erklären sie mir nochmal, wie man den einlöst. Also da will ich erstmal abraten. Instant Gaming ist echt für mich die bessere Option. Ist auch bei mir in der Videobeschreibung oder bei Twitch halt im Profil mit drin. Genau, ich glaube, da ist auch das Resident, ja, das Resident Evil 4 ist auch mit drin. Deluxe Edition. Star Wars Jedi Survivor, das sehe ich auch. Das wird auch richtig geil, glaube ich. Also die zwei Sachen auf jeden Fall. Und das nächste, was andere auch wissen wollten von mir, ist mein Equipment, was ich hernehme. So, da bin ich wieder. Ich wollte jetzt die Werbung kurz unterbrechen. Ich werde nicht so lange auch Werbung einblenden. Bevor wir anfangen, erstmal das hier. Andere kennen es, The Finals. Warum? Zeige ich ein Video von The Finals. Ganz einfach. Bei The Finals geht es um 3 gegen 3, die, wie soll ich sagen, so Gold bergen müssen. Goldkisten da. Es ist das gleiche Prinzip wie bei Hyenas. Wir kämpfen auch 3 gegen 3 Spieler, auch um so Schätze. So. Also. Das Grundprinzip ist eigentlich schon ziemlich gleich. Okay. Nur was der Feind so besser macht hier. Hier müsst ihr zum Beispiel mit den Schätzen. Man sieht es ja selber in der Hand im Kopf. Es gibt Zerstörungen. Es gibt mehrere Waffen. Die Welten sehen auch klasse aus. Man erinnert sich auch an die Welten. So. Jetzt komme ich zum Problem mit Hyenas. Das Spielprinzip ist an sich gleich. 3 gegen 3 kämpfen die Schätze. Also. Goldpakete oder sowas kann man sagen. Bin ich halt. Zum Beispiel habe ich mal gesehen. Und ja, ich würde euch auch jetzt gern Gameplay zeigen von Hyenas, aber das durfte ich nicht. Man darf kein Gameplay zeigen. Ja, würde ich gern, aber es ist. Was gleich, aber ich habe ein paar Runden gezockt und mir gefällt es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich zeige euch jetzt ein paar
Bilder, die sind jetzt für mich als Hilfe. Ich mache es ja auch nicht groß, weil sonst kann es vielleicht zu Problemen kommen. Ich erzähle euch einfach ein bisschen. Also Hyenas nimmt die Anti-Cheat-Software her. Es gibt in Hyenas mehrere Modus. Einmal PvE. Da könnt ihr mit zwei anderen Mitspielern zu dritt, könnt ihr da auf Beutezug gehen und müsst halt gegen KI-Gegner kämpfen. Ja, es gibt auch KI-Gegner in den zwei Welten, die ich gezockt habe. Diese KI-Gegner sind Drohnen, Roboter und KI-Soldaten. Sind eher mehr so, wie soll ich sagen, zur Ablenkung gedacht, sind keine richtigen Herausforderungen. Ja. Beim PvP, da kämpft ihr 3 gegen 3. Da kommen wir schon zum einen Problem. Die Maps sind echt riesig. Die sind wirklich groß, die Maps. Und dann kämpfen dann 3 gegen 3 gegeneinander. Warum macht man dann nicht mehrere Spieler? Das verstehe ich eben nicht. Das ist schon mal eins, was mich halt ziemlich stört. Was ich halt gut finde, ich habe gedacht, man muss halt voll lange suchen, bis man die Gegner findet, aber die Gegner spawnen ungefähr in der Nähe von euch. Also lange suchen müsst ihr nicht. Das finde ich schon mal gut. Es gibt Schwerelosigkeit. Das müsst ihr euch vorstellen, wie bei Dead Space, wo beim ersten Dead Space, wo ihr von der einen Plattform auf die andere da geschwungen seid, also nicht das Remake. Und da kommen wir auch wieder zum Problem. Die Schwerelosigkeit, die stört sich halt wie bei Dead Space. Ihr tut eine Richtung anvisieren, drückt da die Leertaste und dann geht ihr da auch hin. Also, da müsst ihr auch wieder ein bisschen warten, bis ihr dann die Route wechseln könnt bei der Schwerelosigkeit. Also, es steuert sich halt auch nicht cool. Und die Schwerelosigkeit tritt nicht zufällig auf, die tritt auch nur auf, wenn ihr halt die zum Beispiel dann einschaltet in bestimmten Schaltern. Oder bei bestimmten Bereichen, da gibt es auch Schwerelosigkeit, aber ja, es weiß nicht, ich finde das halt nicht cool, ich finde das halt kein Ding, wo man prallen kann damit, finde ich nicht. Es gibt mehrere Charakter, die kann man auch auswählen, also da waren jetzt ungefähr bis zu 9 Charaktere. Sie haben unterschiedliche Waffen und unterschiedliche Fähigkeiten. Beispiel der eine hat einen Sniper, der andere hat ein Gewehr und jeweils eine Zweitwaffe. Zum Beispiel der mit dem Gewehr, der hatte dann eine Pistole. Es gibt verschiedene Fähigkeiten. Eine Fähigkeit habt ihr gesehen, diese Schaumgranate, die dann eine riesen Wand erzeugt. Aber das ist eigentlich die einzige Waffe, die mir eigentlich hängen geblieben ist im Gedächtnis. Die anderen sind halt wirklich 0815er. Ja. Was ich zum Beispiel auch ziemlich merkwürdig finde, also ich finde es merkwürdig, wenn es dann zum Spielersuche kommt und man hat genug Mitspieler, dann wird ausgelost, wer zuerst den Charakter wählen darf. Nicht, man kann ja im Team nicht den gleichen Charakter wählen, verstehe ich ja. Aber dann steht zum Beispiel, du bist in erster Position, zweiter oder dritten Position. Warum macht man denn sowas nicht wie bei Overwatch? Also der am schnellsten den Charakter auswählt, der ist halt dann weg und dann muss halt der andere den nächsten Charakter auswählen. Scheierhaft nicht. So geht halt so ein kleiner Timer vorbei. Und je nachdem, ob er jetzt einen ausgewählt hat oder nicht, dann rutscht es halt zum nächsten runter. Naja, bin ich jetzt nicht ganz so cool. Nicht so elegant gelöst, also. Naja. Es gibt in der Audio-Option die Möglichkeit, dass man einen Stream-Modus anmacht. Also der Streaming-Modus ist halt dafür da, dass man halt dann keine Musikstücke hört oder sowas. Dass man halt da, wie soll ich sagen, normale Musik halt hört, die nicht lizenziert ist. Und somit wird halt das Video auch nicht gesperrt. Bin ich cool? Ja. Und das Waffenfeedback finde ich jetzt auch nicht so berauschend vom Spiel her. Weiß nicht, habe ich mir auch Besseres vorgestellt. Es gibt also solche Ingame-Währung, gibt es auch wieder. Also ich tue immer ein bisschen hin. Man kann Rufe arbeiten. Ich will jetzt das Bild nicht groß machen, sonst konnte es vielleicht zu Problemen kommen. Also man kann sich Rufe arbeiten nach jedem Match, der steigt dann immer wieder. Je nachdem, ob ihr verschiedene Beute aufgesammelt habt. Es gibt Sandwiches, Schallplatten, Sonic-Maskottchen, sowas in der Art. Genau. Es gibt Ingame-Währung. Mit der Ingame-Währung könnt ihr euch neue Hyänen freischalten. Die heißen so die Charakter. Es gibt tägliche Herausforderungen. Eine tägliche Herausforderung ist halt zum Beispiel, tötet jemanden mit dem Gewehr so und so viel Mal. Ja. Ihr müsst euch ja das Spiel. Ich würde jetzt sagen wie Fortnite, aber es ist echt fast wie Finals eigentlich.
Es kommt mir echt wie Finals vor, nur dass Finals das ein bisschen besser macht, finde ich alles. Zum Beispiel die Animation. Wenn ihr halt zu oft getroffen werdet, dann ist euer Gegner am Boden und krabbelt herum wie bei Fortnite, wer das kennt. Das ist halt 1:1 die Animation von Fortnite. Also ich finde halt, die haben ein paar Sachen da übernommen, aber halt schlecht. Aber wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung. Vielleicht gefällt es jemanden. Ich will jetzt nichts einreden. Was ich positiv fand, war die FPS in dem Spiel. Also ich zock mit einer 6900 XT, mit einer 5800 X3D, mit 32 GB RAM, 3600 schnell und 2K, habe ich das schon gesagt, ja, 2K und habe ungefähr 170 FPS gehabt. Und es ist flüssig gelaufen, also ich hatte keine Probleme, keine Abstürze. Das für eine Alpha will schon was heißen. Es war nicht schlecht. Darum will ich auch das Spiel nicht so schlecht bewerten, nämlich es ist ja eine Alpha, es kann sich ja noch was ändern. Ich glaube, ein Datum ist auch noch nicht draußen, wann es erscheinen soll. Also es kann sich noch einiges ändern. Zum Testen hat es zwei Modus gegeben, PvE, wie gesagt, und PvP. Zwei Maps hat es gegeben. Die eine Map war so wie, sagen, so in einem Schiff halt, so ein Weltraumschiff mit mehreren Bereichen. Mir ist halt da echt nichts im Gedächtnis geblieben. Das andere war Manhattan, auch mit so kleineren Bereichen, in der Mitte mit so einem Turm. Aber ich finde halt die jetzt nicht so ansprechend, irgendwie die Welten. Vielleicht ändert sich da auch noch was, ich weiß es nicht. Naja, aber wie gesagt, wenn man jetzt glaubt, das Spiel ist irgendwie mit Team und so weiter, ja, habe ich jetzt auch nicht so feststellen können. Das meistens in den Matches, wo ich war, hat man sich halt drauf geeinigt, die Tresore da zu knacken, den Loot da zu nehmen und einfach auf die Leute zu ballern, wenn die halt rauskommen. Also irgendwas mit Timo oder so habe ich jetzt auch nicht feststellen können. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie das Spiel da eingliedern soll oder so. Ein komisches System ist auch, manche fragen sich jetzt, was passiert denn, wenn jetzt das Team von uns stirbt, sozusagen. Das habe ich auch nicht ganz geblickt. Also theoretisch, wenn einer überleben sollte, dann kann er die Teamkameraden bei so einem Automaten wieder, also wirklich bei einem Automaten wiederbeleben. Und dann tauchen die wieder auf, wenn man komplett tot ist, da ist man weg. Und dann kann man halt den Gegner nur noch zuschauen. Manchmal respawnen auch die Gegner, also die Spieler nochmal, aber ich kann auch nicht sagen, warum. Das habe ich auch nicht ganz durchblickt. Wie gesagt, für mich. Ich glaube, dass das Spiel keine Zukunft hat. Also ist jetzt meine ehrliche Meinung. Jetzt bei The Finals, bei COD, bei den ganzen Shootern, die jetzt rauskommen, glaube ich nicht, dass Hyenas irgendwie eine Zukunft hat. Aber wie gesagt, es ist eine Alpha, vielleicht ändert sich noch was. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn es so jetzt ist, dann glaube ich nicht, dass es große Zukunft hat. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war meine ehrliche Meinung. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.